So Leute, heute geht es um eine Situation, die sehr häufig passiert. Und trotzdem wird oft so getan, als wären diejenigen, denen es passiert, irgendwie selber schuld. Jede sechste Frau war schon mal ungewollt schwanger. Und mehr als 40% davon, obwohl sie verhütet haben. Lass das mal sacken. Und was dann? Ob es dann okay ist, die Schwangerschaft abzubrechen, ist eine sehr persönliche Entscheidung über den Embryo und über euer eigenes Leben. Das können wir aus wissenschaftlicher Perspektive nicht beantworten. Aber was wir euch zeigen können, das ist sowas wie, ab wann kann ein Embryo oder ein Fötus eigentlich Schmerzen empfinden? Wie läuft so ein Schwangerschaftsabbruch ab? Und warum werden immer wieder Ärzte verklagt, wenn sie genau darüber aufklären? Erste wichtige Sache. Was ist eigentlich erlaubt? Ein Schwangerschaftsabbruch ist bei uns erstmal als Straftat definiert. Das ist hier geregelt, in § 218 des Strafgesetzbuchs. Und da steht, wer eine Schwangerschaft abbricht, wird mit einer Freiheitsstrafe bis zu 3 Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. Und trotzdem wird ja nicht jede Frau, die einen Schwangerschaftsabbruch macht, bestraft. Und das liegt daran, dass es Ausnahmen gibt. Aus kriminologischen oder medizinischen Gründen ist ein Schwangerschaftsabbruch nicht rechtswidrig. Das heißt, nach einer Vergewaltigung etwa, da ist er erlaubt. Und auch, wenn es schwerwiegende medizinische Gründe gibt, bei Mutter oder Kind. Wenn zum Beispiel das Kind außerhalb des Mutterleibs nicht oder nur ganz kurz überleben würde. Das ist aber nur, und das seht ihr hier, in einem ganz kleinen Teil der Schwangerschaftsabbrüche der Fall. In 2020 ungefähr in 4% von insgesamt rund 100.000 Abbrüchen. Die Zahlen waren in den letzten Jahren immer ziemlich ähnlich. Was ist dann also dieser ganze Rest? Das sind Abbrüche, die nach der sogenannten Beratungsregelung durchgeführt wurden. Das heißt, eine Frau hat sich aus anderen Gründen dafür entschieden, die Schwangerschaft abzubrechen. Das kann sowas sein wie, der Partner will das Kind nicht. Man ist noch ganz frisch zusammen oder der Vater des Kindes ist nicht der eigene Partner. Angst vor Überforderung oder dass die Kinder, die man schon hat, dass die leiden. Das sind alles Gründe, die Frauen bei Beratungsstellen immer wieder anführen. So eine Schwangerschaftskonfliktberatungsstelle, staatlich anerkannt, die muss eine Frau dann nämlich aufsuchen und sich beraten lassen. Die hat aber ganz klar das Ziel, die Frau, ich zitiere, zur Fortsetzung der Schwangerschaft zu ermutigen und ihr Perspektiven für ein Leben mit dem Kind zu eröffnen. Erst danach darf dann der Abbruch von einem Arzt oder einer Ärztin durchgeführt werden, die, ganz wichtig, nicht dieselbe Person sein darf, die die Beratung durchgeführt hat. So, und unter diesen Umständen greift die Definition von § 218 nicht und der Abbruch ist straffrei. Aber auch nur dann, wenn die Grenze von 12 Wochen noch nicht überschritten ist. Außer es gibt medizinische Gründe für den Abbruch, dann gibt es keine gesetzlich festgelegte Frist. Wichtig, es geht hier um die 12. Woche nach Empfängnis, nicht um die 12. Schwangerschaftswoche. Okay, was war da nochmal der Unterschied? Die Empfängnis ist die Befruchtung, also wenn Spermium und Eizelle verschmelzen. Und die findet kurz nach dem Eisprung statt. Jetzt weiß ich nicht, wie es euch so geht, aber die wenigsten Frauen spüren wirklich, wenn sie einen Eisprung haben. Und deshalb nimmt man den ersten Tag des Zyklus, um die Schwangerschaftswoche zu errechnen. Und das ist der erste Tag der letzten Regelblutung. Also 12. Woche nach der Befruchtung heißt 14. Schwangerschaftswoche. Und bei dieser Zählung bleiben wir jetzt auch in dem Film, denn die nimmt ja auch euer Arzt, wenn es darum geht, wie weit die Schwangerschaft schon ist. Okay, Exkurs vorbei. Bis zur 14. Schwangerschaftswoche ist ein Abbruch also möglich, auch ohne, dass es einen medizinischen Grund gibt. Okay, das ist vor allem für die, die noch nie schwanger waren, eine ziemlich abstrakte Zahl. Was heißt das? Wie weit ist der Embryo wann entwickelt? Und für alle von euch, die das nicht sehen wollen, skippt einfach ins nächste Kapitel. Das hier, das ist ein Embryo in der 4. Schwangerschaftswoche. Da hat er sich schon in der Gebärmutterschleimhaut eingenistet. Und erst jetzt bemerkt die Frau meist, dass sie überhaupt schwanger ist, weil sie ihre Periode nicht bekommt. Das kann aber auch später sein. Hier beginnt also das Fenster der Entscheidung. 10 Wochen. In der 6. Schwangerschaftswoche kann man den Herzschlag im Ultraschall sehen und die Organanlagen sind ausgebildet. In der 10. Schwangerschaftswoche haben sich Hände und Füße gebildet und die werden dann auch bewegt. Davon merkt die Schwangere aber nichts. Die nimmt die ersten Bewegungen meistens erst so 6 Wochen später wahr. In der 14. Schwangerschaftswoche sind alle Organe ausgebildet. Der Fötus ist da ungefähr 8 cm lang und wiegt ungefähr 30 Gramm. Bis zu diesem Zeitpunkt sind Abbrüche nach der Beratungsregelung in Deutschland erlaubt. Aber warum genau bis hierhin? Interessanterweise haben andere europäische Länder andere Fristen. In Frankreich zum Beispiel ist es die 16. Schwangerschaftswoche, in Österreich die 18., in den Niederlanden und Großbritannien erst die 24. Woche. Allein diese Unterschiede zeigen doch schon,
dass sich die Grenze aus medizinethischer Sicht nicht ganz eindeutig ziehen lässt. Aber es gibt natürlich ganz viele Fragen, die in die ethische Bewertung mit einfließen. Und das ist sowas. Was bekommt das Ungeborene vom Abbruch je nach Zeitpunkt mit? Kann es Schmerzen empfinden? Und da kann man sagen, bis zur 24. Schwangerschaftswoche wahrscheinlich nicht. Denn um Schmerz zu empfinden, müssen die Nervenzellen bis zur Hirnrinde des Fötus reichen und auch schon Signale weiterleiten können. Die Verbindung der Nerven zur Hirnrinde und auch die Hirnrinde selbst ist aber vor der 24. Woche noch gar nicht komplett ausgebildet. Deshalb lassen sich bis zu diesem Zeitpunkt auch noch keine regelmäßigen Hirnströme beim Fötus messen. Und Forschende sind der Überzeugung, dass der Fötus bis zu diesem Zeitpunkt im Mutterleib niemals wirklich wach ist, sondern eher in einem narkoseähnlichen Schlaf liegt. Und dass er erst um die 24. Schwangerschaftswoche herum außerhalb des mütterlichen Körpers überlebensfähig wäre. Aber diese Grenze ist nicht in Stein gemeißelt, sondern verschiebt sich auch durch den medizinischen Fortschritt immer weiter nach vorn. Und das sind alles Fragen, die nicht nur für die Fristenregelung zum Schwangerschaftsabbruch relevant sind, sondern vermutlich vor allem für die Frauen, die vor der Entscheidung stehen, ist es für mich okay, diese Schwangerschaft abzubrechen oder nicht? Und um eine informierte Entscheidung treffen zu können, ist es auch wichtig zu wissen, wie genau läuft so ein Schwangerschaftsabbruch eigentlich ab? Grundsätzlich gibt es zwei Methoden, die medikamentöse und die operative. Beim medikamentösen Schwangerschaftsabbruch nimmt die Schwangere eine Tablette mit dem Wirkstoff Mifepriston ein. Der hemmt das Progesteron, das unter anderem dafür sorgt, dass die Schwangerschaft erhalten bleibt. Und der Embryo stirbt ab. Der Wirkstoff sorgt auch dafür, dass der Muttermund weicher wird und sich öffnet. Nach 1,5 bis 2 Tagen gibt es dann noch eine Tablette mit sogenannten Prostaglandinen. Die wirken wehenfördernd und lösen so eine Fehlgeburt aus. Das heißt konkret, du kriegst Schmerzen im unteren Bauch und eine Blutung, weil die Schleimhaut abgestoßen wird. Und damit geht dann eben auch der Embryo ab. Meist nimmt man beide Medikamente in der Arztpraxis oder im Krankenhaus ein. Und sobald man dann eine stärkere Blutung hatte und der Kreislauf stabil ist, dann darf man nach Hause. 2 bis 3 Wochen später prüft der Arzt dann, ob die Schwangerschaft wie geplant auch wirklich abgebrochen wurde und ob der Körper das Schwangerschaftsgewebe komplett ausgeschieden hat. In 95% der Fälle ist die Schwangerschaft durch die Medikamente tatsächlich beendet. Und in den anderen 5% muss entweder nochmal medikamentös eingegriffen werden oder es wird operiert. Für den operativen Schwangerschaftsabbruch wird der Muttermund örtlich betäubt oder es gibt eine Vollnarkose. Meist wird eine Absaugung gemacht. Dabei führt der Arzt ein schmales Röhrchen über die Scheide in die Gebärmutterhöhle ein. Durch dieses Röhrchen werden dann der Embryo und die Gebärmutterschleimhaut abgesaugt. Der größte Unterschied zwischen beiden Verfahren ist wahrscheinlich das Zeitfenster. Der Abbruch per OP ist bis zur 14. Schwangerschaftswoche erlaubt. Ein Abbruch mit Medikamenten nur bis zur 9. Da man aber ja, wie gesagt, meist erst in der 4. Schwangerschaftswoche überhaupt weiß, dass man schwanger ist, bleiben für den medikamentösen Schwangerschaftsabbruch noch genau 5 Wochen, für einen Abbruch per OP 10. Okay. Welche Folgen kann ein Schwangerschaftsabbruch für die Frau haben? Das erste, woran man ja denkt, ist, kann ich danach noch Kinder bekommen? Und da gilt, sowohl für den operativen als auch für den medikamentösen Schwangerschaftsabbruch, ja, wenn es keine Komplikationen gibt, dann hat ein Abbruch normalerweise keine Auswirkungen auf die Fruchtbarkeit der Frau und dann eben auch nicht auf eine mögliche spätere Schwangerschaft. Aber Komplikationen, was genau hieße das? Da geht es nicht um sowas wie Übelkeit, Erbrechen, Schmerzen, die können bei beiden Methoden auftreten, ja. Aber da geht es um sowas wie extreme Blutungen oder Entzündungen oder Verletzungen der Gebärmutter, die sind aber alle sehr selten. Was die psychischen Folgen angeht, da wird es etwas schwieriger. Gerade von Gegnern des Schwangerschaftsabbruchs wird immer wieder das sogenannte Post-Abortion-Syndrome angeführt, also ein psychisches Syndrom, das durch den Abbruch ausgelöst werden soll, mit Depressionen und anderen psychischen Folgen. Wenn man aber etwas genauer in die Studien guckt, dann sieht man, dass sie oft 2 entscheidende Fragen unbeantwortet lassen. Erstens, was war vorher schon da? Vielleicht ging es der Frau ja schon vorher schlecht, wegen einer psychischen Erkrankung oder wegen Gewalterfahrungen in der Partnerschaft zum Beispiel. Dann weißt du aber ja gar nicht, ob es der Frau schlecht geht, weil sie die Schwangerschaft abgebrochen hat oder ob sie abgebrochen hat, weil es ihr auch vorher schon schlecht ging. Und zweitens, wen genau vergleiche ich eigentlich da? Du kannst natürlich nicht eine Frau, die die Schwangerschaft abgebrochen hat, mit einer Frau vergleichen, die ein Kind wollte, sondern musst sie natürlich mit Frauen vergleichen, die das Kind eigentlich auch nicht wollten, aber trotzdem ausgetragen haben. Eine Studie, die es sauber gemacht hat, die hat bei fast 1000 Frauen, die ungewollt schwanger wurden, keinen Unterschied in der Depressionshäufigkeit gefunden zwischen denen, die eine Schwangerschaft abgebrochen haben und denen, die sie ausgetragen haben. Und natürlich ist ein Schwangerschaftsabbruch belastend. In einer anderen Studie haben über die Hälfte der Frauen, 53%, berichtet, dass ihnen die Entscheidung schwer bis sehr schwer gefallen sei. 5 Jahre später haben aber 95% gesagt,
dass sie ihre Entscheidung nicht bereuen und dass sie für die meisten langfristig eine Erleichterung war. Was die Frauen aber viel eher als belastend empfunden haben, war die Stigmatisierung, die mit Schwangerschaftsabbrüchen einhergeht. So, und jetzt guckt euch mal diese Grafik an. Das hier ist die Zahl der Ärzte, die Abbrüche machen. Und die ist seit 2003 um 40% zurückgegangen, von 2000 auf 1160 Stellen. Woran kann das liegen? Und da kommt der Paragraph 219a ins Spiel. Und der ist auch der Grund, wieso ihr all das, was wir euch gerade erzählt haben, niemals auf der Website eurer Ärztin finden würdet. Der Paragraph verbietet nämlich die Werbung für den Abbruch der Schwangerschaft. Heißt konkret, Ärzte und Kliniken dürfen zwar mittlerweile darauf hinweisen, ob sie Schwangerschaftsabbrüche vornehmen, aber nicht, wie sie das tun. Ein Beispiel. Eine Gynäkologin hat auf ihrer Website nicht nur veröffentlicht, dass sie Schwangerschaftsabbrüche durchführt, sondern auch, mit welchen Methoden sie das macht. Und hat hinzugefügt, in geschützter Atmosphäre. Das zusammen hat gereicht, damit der Straftatbestand der unzulässigen Werbung erfüllt ist. Die Ärztin wurde verurteilt. Und das ist nur ein Beispiel von vielen, in denen Ärzte wegen öffentlichen Infos über Schwangerschaftsabbrüche angezeigt wurden. Viele Ärzte wissen oft selbst nicht, welche Informationen erlaubt und welche verboten sind. Aber auch die vielen Anzeigen und Anfeindungen durch Abtreibungsgegner sorgen dafür, dass immer weniger Ärzte Abbrüche durchführen. Das sagt zumindest die Bundesärztekammer. Und diese wenigen Ärzte zu finden, das ist auch nicht immer leicht. Mittlerweile können sich Ärzte und Einrichtungen, die Abbrüche durchführen, bei der Bundesärztekammer auf eine Liste setzen lassen, freiwillig. Bisher gibt es 360 Einträge von etwas mehr als 1000 Ärztinnen und Ärzten, die Abbrüche vornehmen, deutschlandweit. So, jetzt ist ja ein Argument in der Debatte zu Schwangerschaftsabbrüchen, dass man strenge Gesetze braucht, um das ungeborene Leben zu schützen. Aber dann ist doch die Frage, kommt es wirklich seltener zu Schwangerschaftsabbrüchen, je strenger die Gesetze sind? Und da sind die Zahlen hier interessant. In Ländern mit strenger Gesetzgebung, da liegt die Rate an Schwangerschaftsabbrüchen bei 40 pro 1000 Frauen. In Ländern, in denen der Abbruch keine Straftat ist, deutlich niedriger, nämlich bei 26 pro 1000 Frauen. Und in Ländern, bei denen ein Abbruch unter bestimmten Umständen erlaubt ist, so wie bei uns, bei 36 pro 1000 Frauen. Und das scheint ja zumindest darauf hinzudeuten, dass eine strenge Gesetzgebung einen Schwangerschaftsabbruch nicht unwahrscheinlicher macht, sondern im Zweifelsfall nur unsicherer, wenn nämlich die Frauen keine Hilfe finden. So, hier unser Fazit. Ungewollte Schwangerschaften, die wird es immer geben. Aber ganz ehrlich, die Entscheidung, schwanger zu bleiben oder nicht, die trifft doch keine Frau einfach mal eben so, weil ein Poster so schön bunt ist. Oder weil Ärztinnen und Ärzte auf ihrer Homepage über die Methoden eines Abbruchs informieren. Aber in dieser Lage brauchen Frauen doch eigentlich ganz genau das. Verlässliche Informationen, um für sich ganz persönlich eine gute Entscheidung treffen zu können. Nur ist es bei uns, wenn es um Schwangerschaftsabbrüche geht, erstmal ziemlich kompliziert. Ein Schwangerschaftsabbruch ist eigentlich eine Straftat, aber dann irgendwie in den meisten Fällen doch nicht und straffrei. Ich muss mich vor dem Abbruch von einer fremden Person beraten lassen, die eigentlich das Ziel verfolgen soll, dass ich nicht abbreche. Dann muss ich eine Ärztin finden, was immer schwerer wird, weil es immer weniger gibt, die das überhaupt machen und im Zweifel einen mehrstündigen Weg auf mich nehmen. Werde aber auf der Website wiederum nichts darüber finden, wie sie oder er das macht. Wir finden keine gute Ausgangslage für eine so schwere und intime Entscheidung. Ja, wir wissen kein einfaches Thema und deshalb sollten wir offen darüber sprechen. Und von dieser Art Themen gibt's noch mehr. Und deshalb packen wir sie in unseren nächsten Videos an. Und das nächste ist Fehlgeburten. Habt ihr Fragen dazu? Schreibt es uns gerne in die Kommentare. Macht's gut. Ciao.